In der Regionalliga Bayern hat Wacker Burghausen am 30. Spieltag das Verfolgerduell beim 1. FC Schweinfurt 05 mit 3:2, 2:1 für sich entscheiden können. Die Burghausener hatten in einer umkämpften Partie den besseren Start. Dabei brachte Wacker-Angreifer Andrija Bosniak seine Mannschaft mit einem Doppelschlag in Führung. Bildergalerie Transfermarkt. Transfers der Bundesliga 36 Bilder. Zunächst gelang dem Kroaten in der 22. Spielminute das 1:0, nur 3 Minuten später erhöhte er mit seinem zweiten Treffer auf 2:0, doch Schweinfurt hielt dagegen. Bereits in der 27. Minute erzielte Stürmer Stefan Madora den 1:2 Anschlusstreffer für seine Farben, mit dem knappen Rückstand gingen die 05er auch in die Pause. Schlagabtausch nach der Pause. Nach dem Wiederanpfiff ging es Schlag auf Schlag weiter. Es dauerte in der zweiten Halbzeit lediglich 2 Minuten, ehe Burghausens Verteidiger Thorsten Niklas den alten 2-Tore-Abstand wiederherstellte. Und wieder hatte das Heimteam die schnelle Antwort parat. Florian Trings verkürzte mit einem schönen direkten Freistoß zum 2:3. 53. meistgelesene Artikel: Fußball, Bundesliga. Bayerns Plan mit den Bankdrückern. Fußball, Bundesligas verpasst Sieg in Wolfsburg hint. Fußball, Premier League. Manchester United bangt um Europa. Fußball, Bundesliga. Ostereierhagel in Wolfsburg hint. Fußball, Liga 1. Mbappé so schnell wie Usain Bolt. Burghausen schließt zu Schweinfurt auf. In der Folge drängte Schweinfurt auf den Ausgleich und hatte mehr vom Spiel. Doch Wacker rettete den knappen Sieg mit Glück und Geschick über die Zeit. Punkt. Schweinfurt bleibt trotz der Niederlage Tabellenvierter, aber nur aufgrund des besseren Torverhältnisses vor den punktgleichen Burghausenern, die weiterhin auf Rang 5 positioniert sind. Let's Block Ads.